Hier ist irgendwo ein Smoker. Starte mal, ne? Warte erst bis alle da. Oh. Oh. Ja, weil jetzt kommen Zombies. Wir hätten warten. Ist doch geil. Nein! Molotow guckt jetzt rein und los. Okay, wo sind sie? Lass uns lieber schnell da hoch. Kommt sie hoch? Nee, warum? Oh, da kommen sie! Jetzt stehen wir hier oben alle. Ja, das ist besser. Weil die sind nicht ganz so schnell. So, ja, schön die ganze Zombie-Action, wie die mal einfach den Anhänger da hochspringen, das ist der Hammer. Einfach Dauerfeuer, los geht's. Ja, das finde ich das Coole an diesem Spiel, dass Zombies nicht so zombie-typisch sind, dass sie halt so extrem langsam und dumm sind, sondern dass sie wirklich auch Intelligenz zeigen. Also, Intelligenz ist relativ, aber... Sie rennen einfach. Ja, sie rennen einfach, genau, das ist ja schon mal intelligent. Solange die nicht lernen, Waffen zu bedienen, ist alles okay. So. Ah, da kommen ganz schön viele noch. Wie wir einfach eisern hier stehen und alles abwehren, was kein Gehirn hat. Oder was Fleisch frisst. Ja, wir spielen die deutsche Version. Das sieht man daran. Ah, jetzt falle ich auch noch runter. Jetzt wurde ich auch noch voll gekotzt. Jetzt geht los. Ich lieg sofort. Quatsch. Ja, ich wusste doch, dass ich lieg. Ja, sollte mich gleich mal jemand holen. Die NPCs sind schon alle da. Ja. Boah, ich hab den Hunter außen liegen getötet. Schön, ich bin so ein Held. Kann das? Was denn? Das ist ein Tank sofort kommt. Ja, wenn der hier nicht kommt, kommt der, glaube ich, normal. Aber kann der nur noch an einer Stelle kommen? Da sind wir gleich. Normalerweise ist der hier noch nicht. Also entweder hier oder jetzt sofort einen Raum weiter. So. Ja, ich kenne das halt aus meiner Zeit. Ich habe damals halt sehr viel Left 4 Dead gesuchtet. Ich war aber da stehen geblieben, dass wir die deutsche Version spielen. Was man daran erkennt, dass die Zombie-Leichen sofort verschwinden. Sobald, ja, wir müssen hier runterwaschen, richtig. Ach, Hilfe. Wo kam der denn her? Oh, shit. Ich stell mich mal in den Gang. Ah, Hilfe. Ah. Einfach reinhalten. Boah, heftig. Ja, ich duck mich mal. Hier müssen wir runter. Weil ich halt, ja, die deutsche Version erkennt man halt daran, dass die... Hunter. Dass die Zombies halt verschwinden, sobald sie sterben. Und hier ist jetzt die Stelle, wo ein Tank kommen kann noch. Ja, und ich kenne halt die ganze Mission noch so ziemlich auswendig. Oh, hier ist eine Witch. Taschenlampe aus. Aufpassen jetzt. Links ist die drin. Nicht da rein. Einfach weiter. Müssen wir eh nicht lang. Okay. Luis hat drauf geschossen, oder was? Nee. Und ich weiß daher, dass halt, wo halt so Spawnstellen zum Teil sind. Da unten, wir kommen jetzt sofort in eine Kanalisation. Und, da müssen wir aufpassen bezüglich Boomer. Duck dich mal, ja gut. Ja. Passt. Ich bin geduckt. Tank! Wo? Glaube ich zumindest. Weil er so eine Eruption war. War ein Boomer, oder nicht? Hier müssen wir auf jeden Fall rein. Wo wollen die denn hin? Wir müssen auf jeden Fall da rein. In den Abwasserkanal. Way! Zu Hause ist, wo du willkommen bist. Endlich also, wieder zu Hause. Heimische Gefilde. So. Ja, geht auf jeden Fall hier actionreich zur Sache. Das ist halt das Schöne an Left 4 Dead. Das ist halt eigentlich... Hier ist Muni. Das ist ja...
Da, der Tank, der ist hier irgendwo. Hinter uns! Wieso will der eigentlich immer auf den Kleinen? Wieso hängt immer auf den alten Mann? Hm. Der hat mich weggeboxt. Tot! Ja, ist tot. Okay, irgendwo geht's jetzt hier raus. Ich glaube hier rein. Achso, ich werde geheilt. Da hinten geht's, glaube ich, raus. Das ist im Kreis laufen, ja. Nee, hinten geht's nicht raus. Irgendwo geht's hier raus. Ich weiß aber gerade nicht mehr wo. Ich guck mal hier. Die sieht gut aus. Obwohl. Das Kreis laufen, oder nicht? Hier geht's weiter bei mir. Ich höre ganz viele Zombies. Kommen wir zu mir? Hier. Oh, bei mir sind ganz viele Zombies. Ja. Ah, ja, ja, ja. Friends. Ah, Louis, duck dich doch. Bitte? Okay, nee, Louis sollte sich ducken. Ich habe einen Smoker gekillt. Kommen die bei mir mit? Jo, ich bin vor dir. Wir sollten die NPCs nicht zurücklassen. Komm schon. Du solltest nicht alleine so weit vorlaufen. NP für mich. Ach ja, stimmt, du bist ja der Hunter. Wieso kill ich eigentlich fast immer alle Spieler? Also alle Sonderzombies. I don't know. Die Hauptarbeit bleibt natürlich an mir hängen. So. Da hinten geht's weiter. Kann man eigentlich rennen? Nee. Das geht nicht. Hier links geht's raus. Hier ist die Leiter. Endlich. Ja, noch freust du dich. Oh, jetzt musst du aufpassen. Hier gibt's viele Stellen, wo du verkacken könntest. Sehr schön. Wer auch immer das war. Ich natürlich. Natürlich, der Held. Uiuiui. Wieso geht denn jetzt die Leiter wieder runter? Ja, wir müssen auf jeden Fall ins Krankenhaus. Darum heißt die Kampagne auch Mercy Hospital. Und ja, wenn du dich verarzten musst. Ah ne, du hast das schon aufgesammelt, ne? Ja, ja, richtig. Ja gut, dann lass uns mal in den Safety Room. Okay. Gut, das haben wir auch schon geschafft. Ach ja. Ich freue mich schon auf den Showdown, der ist lustig. So. Francis geht nicht. So. Ja, du schwächelst, ne? Ja, aber. Hunter können sich schnell fortbewegen und sehr weit springen. Halten Sie die, ist auch egal. Ja, hier gibt es jetzt die automatischen Waffen teilweise. So, erstmal hier Selbstheilung. So. Ja, noch kann nichts passieren. Erst wenn wir die Tür öffnen. So wie jetzt. Erinnert mich an eine bestimmte Mission. Nur halt nicht mit Zombies. Von einem anderen Spiel redest du gerade, oder? Ja, ja. Wollte schon sagen. Blutproben und so. Ja, genau. Ja, ein Profi am Werk, meine Freunde. Ein Profi am Werk. Hier geht's weiter bei mir. So. Ja, professionell hier alles erledigt. In meinem Kopf. Ach, ich habe übrigens grundsätzlich die Erfahrung, dass der höchste Schwierigkeitsgrad nur mit 4 normalen menschlichen Spielern klappt. Quatsch. Weil, naja, die ersten paar gehen noch mit NPCs. Aber, oh, ein Boomer und ein Hunter. Hilfe. Sehr schön. Na super. Immer auf den alten Mann. Boah. Auch wenigstens sehe ich. Boah, heftig. So. Wenigstens sehe ich wieder was. Die M4 ist halt einfach richtig krass, ey. Keine Ahnung. Was denn? Die M4 ist halt richtig krass. Ja, ja, das sind jetzt die automatischen Waffen, die du ab Mitte von jedem Kapitel immer findest. So. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Oh, ein Smoker. Haha. Die Lunge lässt grüßen. Hier, das ist doch original die Mission. Ja, irgendwie schon, ne? Ey, zieht ihr das mal rein?
Ja, hier ist die Lobby. Komm mal her, bitte. Nur, dass der Aufzug nicht hier ist. Krass. Sondern, das ist original die Mission. Ja, hier ist die Lobby. Guck mal, hier sogar die Dinger. Heftig. Hier waren die kranken Typen. Ja, und hier rechts müssen wir sogar lang. Das ist, guck mal. Und ey, ja, das ist original die Mission. Das ist genau so. Das ist original die Mission. Ja, aber geil. Genau so. Ja, wenn ihr mal unser Payday-Let's Play guckt, da müsst ihr euch mal die Mission im Krankenhaus angucken. Und hier lagen diese Infizierten drin. Und hier links ist sogar der Aufzug. Ey, das ist eine Anspielung. Das ist ja genau so. Das ist eine Anspielung. Jo. Hammer. Ja, ist ja cool. Ja, dann, jetzt musst du dich einfach nur... Ich duck mich schon mal. Hier links gibt es Munition, ne? Genau dieselbe Stockwerkanzahl. Ja. Okay. Wir kommen jetzt von überall. Auch aus der Decke. Hammer, ey. Das ist ja mal cool, dass man sowas mal sieht. Ja. So Easter Egg-mäßig. Ja, das war jetzt unklug. Ja. So. Krass, ey. Jetzt müsste eigentlich nur der Strom ausgehen. Geht sogar. Meine ich. So. Und ja, wir fahren nur nicht nach oben. Wir fahren halt nach oben. Nach unten. Wir fahren halt nach oben. So. War doch beim letzten Mal. Oh, nee. Nee, doch, beim letzten Mal war auch so. Nee, beim letzten Mal war. Ja, wir wollten aufs. Nee. Wir mussten runter. Doch, wir wollten aufs Dach und sind dann runtergefallen. Ja. Ja, schnell in den Aufzug. Komm in den Aufzug. Komm rein. So. Jetzt können hier oben auch noch Zombies kommen. Ich muss einfach nur hier oben drauf zielen. Hier oben könnte jetzt auch die Witch und der Tank sein. Das ist ja der Hammer, ey. Das wusste ich gar nicht. Ja, wie auch. Ja, ja, ich habe mich da gar nicht mehr dran erinnert, dass es Left 4 Dead ist. Von der Mission her. Ich bin gespannt. Ja, wir müssen warten, bis wir oben sind. So. Na komm. Wir sind sofort oben. Ja. 29. Stockwerk. Der Tank ist, glaube ich, gespawnt. Quatsch. Hier könnte jetzt auch die Witch sein. Ich höre auf jeden Fall noch keine. Doch. Nee, doch nicht. Neben dir. Okay. Uiuiuiui. So. So, ja, ja, so geht das hier zur Sache mit den ganzen Zombies. Okay, mal lieber schnell nachladen. Ja, also wie gesagt, ich habe halt den Grieseleffekt sehr hoch eingestellt. Einfach aus Optikgründen. So. Ja, da hinten geht's weiter. Der gute Patrick hat schon den richtigen Weg eingeschlagen. Normal. Ganz viele Zombies. Ha. Ja, du wirst den Showdown lieben. Da ist einfach so viel Chaos. Oh, ein Hunter. Hunter. Oh, danke. Hab dich. Danke, ein Held. Ein wahrer Hunter, Held. Panther. Nein. Bitte. Dankeschön. Aufs Maul. Boah, da kam ein Zombie angerannt, der hat einfach direkt eine Pistole in die Fresse gekriegt. So. Auf jeden Fall mit ich der... Ich höre jemanden weinen, Achtung. Ich höre einen Boomer. Ja, ich habe schon den Boomer. Okay. Die Witch wird wahrscheinlich... Hier links müssen wir lang. Vorsichtshalber mal einen Molly. Laufen Richtung Witch auf jeden Fall jetzt. Achtung. Irgendwo hier... Ne, ich glaube, da hinten ging es weiter. Da, wo der Boomer war. Boah, das ist hier so ein laufen bisschen... genau auf die Witch zu. Rechts von uns müsste irgendwo sein. Okay. Ja, ich habe nur einen Kopfhörer auf, weil... Also einen Kopfhörerohr, weil ich mich hören muss, wenn ich rede. So. Easy. Easy. Sehr schön. Das haben wir auch schon erledigt. Jetzt kommt das Finale. Da sollte, wenn ein Hunter, sie ein Hunter-Ei gefallen hat, sind sie völlig hilflos. Retten sie Verbündete, die angefallen wurden. Oder sie sind dem Tod geweiht.
Ja, jetzt solltest du dich auf jeden Fall voll ausrüsten. Einmal heilen und ausrüsten. Die Tür noch nicht aufmachen. Piepbomb oder Rohrbombe. Okay. Rohrbombe ist besser. Hab ich alles dabei. Okay. Jetzt nehme ich auch das Sturmgewehr. So. Okay. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal vorkämpfen. Ich würde jetzt noch nicht mit der Waffe schießen. Nimm erstmal die Pistole noch. Ja, hab ich schon gedacht. Okay. Erstmal alles hier. Wenn wir, schade, jetzt sind wir keine vier menschlichen Spieler. Dann könnte man nämlich die Imba-Taktik machen, aber... Ich bin auch Imba, das reicht. Ja, ja, aber wir brauchen dafür Spieler, weil dann können wir auch die Gegner blocken und so ein Quatsch. Aber, naja. Wenn du sagst es, Quatsch. So, jetzt müssen wir hier links lang. Tank! Ja, ja. Ja, ja. Der ist hier irgendwo. Da oben, an der Leiter. Oh. Der ist ja schön gespawnt. Ist ja frei Futter. Müsste schon fast tot sein. Ist der tot? Der lebt noch. Ja, jetzt. Sehr schön. Umsichtiger Tank-Terminator. Normal. Haben wir auch nur bekommen, weil wir keinen Schaden erlitten haben. So. Okay. Ich bin oben, auf dem Dach. Ja, ja. Das ist jetzt die Stelle, wo der Showdown stattfindet. Ja. Wir müssen jetzt nämlich einen Heli anfordern, der uns dann hier rettet. Hier, wo du jetzt gerade drauf schießt. Da müssen wir dann gleich ziemlich schnell hin. Ich schieß grundsätzlich nur auf Zombies. Ja, auf jeden Fall müssen wir da hin. Die Stelle solltest du dir merken und auch den Weg dahin. Weil wir jetzt... Komm mit. Genau, du kannst da runter. Uah. So. Da-da-dam. So. Ja. Wenn wir jetzt den Funkruf annehmen, kommt ein Heli, dann werden die Zombies aufgewiegelt. Hier kriegst du nochmal Munition und Waffen. Hast du den angenommen? Ja, sicher. Okay. Das war jetzt eigentlich noch nicht so gut. Ich wollte dich eigentlich noch instruieren. Hier auf dem Dach ist nämlich ein Geschütz. Ich will gar nicht wissen. Ich will aber gucken. Wir bleiben hier unten drin. Komm mal raus. Türen zu. Genau. Ach so, die Mission kenne ich. So. Rohrbombe bis zum letzten Schluss. Ja, jetzt. Wenn wir jetzt anfordern, geht's los. Ich würde mich nochmal heilen. Wieso ist da noch eins? Ja, ja, hier sind noch Kids an der Wand. So. Ich nehme schon mal an. Weil die Mission ist ganz lustig. Okay. Die kommen jetzt von überall. Am besten ist, wenn wir hier in das Treppenhaus gehen, Patrick. Hier, ins Treppenhaus. Weil dann können die nur aus zwei Richtungen kommen. Wir müssen halt nur jetzt da unsere Kollegen ein bisschen beschützen, weil die zu blöd sind, um in das Treppenhaus zu gehen. Ja, ich sehe das schon. So. Mach am besten, ja. Ist natürlich die Frage, ob das Sinn macht, da irgendwie... Ja. Was denn? Ah, jetzt sind sie, glaube ich, alle im Treppenhaus. Einfach komm. Türen zu. Einfach Türen zu. Türen zu und warten, bis sie die Tür kaputt machen. Den schießen die ja schon kaputt. Oben bei mir geht's ab. Ich werde vom Hunter angefallen. Ich mach unten. Pass auf, du hast kein AP mehr. Nicht mehr viel auf jeden Fall. Ja, ich weiß, ich seh's. Ich heil mich mal eben. Ja, der Heli kommt halt da hinten zu dem Heliport. So, schön die ganzen Zombies hier weg. Smoker.
Da hinten ist ein Hunter gesprungen. So. Kommt ein Tank von unten. Unten? Okay. Ja. Ja, der hat jetzt einen kleinen Bug. Ich duck mich. Ja, ist tot. Hauptproblem gelöst. Dürfte sofort die zweite Welle Zombies kommen. Wenn ich mich nicht irre. Oh. Ich bin oben am Geschütz. Ja, da kommt die zweite Welle. Ja. Ich versuche nach Möglichkeiten... Luis steht einfach draußen. Ich halte den Großteil Zombies nach Möglichkeit weg. Oh, da ist ein Hunter. Scheiße, jetzt müssen wir Luis in der Welle hochhelfen. Okay. Wir müssen dem hochhelfen. Ist egal wie. Hilfst du dem hoch? Ja, ich bin dabei. Scheiße, ist egal. Lass mich liegen zur Not. Ah, scheiße, helf mir. Hilfe, Hilfe. Wir müssen wieder ins Haus. Ja, das war jetzt ein bisschen heftig gerade. Ist das ein Tank? Francis ist quasi tot. Nein, Hilfe, 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 Hilfe! Ich bin fast tot. Ich heil mich mal kurz. Francis ist quasi tot. Okay, da kommt der Heli. Da müssen wir jetzt hin. Einfach zum Heli. Komm zum Heli. Ja, wie denn? Die sind ja alle am Blocken. Boah, Tank. Einfach, oh. Einfach in den Heli rein. Ich komm nicht, der hat mich weggeschmissen. Oh. 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 Das war jetzt wichtig, wegen dem Erfolg. Oh. Oh. Überlebt. Vor allem der Tank hat mich erstmal noch 10 Meter weggeworfen. Ja, schon heftig. Puh. Ja, ich weiß nicht, sollen wir noch eine Kampagne starten? Also 20 Minuten gerne. Geht's noch. Die heutige Aufnahme. Von mir aus. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Gerade. Hm. Hm. 39 Minuten hat die Kampagne gedauert. Ja, ich würde sogar sagen, dann cutte ich die Folge in zwei 20-Minuten-Parts. Ja. Einfach um das Kapitel mal zu teilen. Ja. Guck mal da, ey. Null. Schön die Statistiken hier. Ja, ich würde sagen, das nächste Kapitel packen wir eine neue Aufnahme einfach. Ja. Weil, ja. Genau. Lassen wir mal hier die Statistiken durchlaufen, um mal zu sehen, wie schlecht ich eigentlich bin. Und wer hier der Boss ist. Headshots, oh. Genauigkeit bin ich 1% besser als du, da müsstest du nur mal dran arbeiten. Ja, ich baller hier einfach nur rein da. 1397 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Boah, was? So viele waren das. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.
Tschüss mit Ö.